Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Wie habt ihr die Mondfinsternis Ende Januar und den Februar überstanden? Ich hatte tatsächlich einige Klienten hier aus den Zeichen Löwe und Wassermann und da ging es um genau die Sachen, die ich angesprochen hatte, nämlich wer bestimmt, nach welchen Regeln in der Beziehung gespielt wird und wer lehnt sich dagegen auf? Wart ihr das vielleicht? Schreibt mir doch hier auf YouTube, wie es euch damit ergangen ist. Das interessiert mich total. Jetzt im März haben wir immer noch ein Auf und Ab der Gefühle. Und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, dann bin ich gerne für euch da. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung direkt aussuchen und buchen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es nochmal das Jahreshoroskopbuch zu gewinnen. Das ist für euch besonders interessant, weil ihr im Sommer und im Herbst häufig mit ziemlich heißen Aspekten zu Venus und Mars zu tun haben werdet. Und ihr könnt die entscheidenden Daten dann eben jederzeit nachschlagen. Mehr zur Verlosung am Ende des Videos, also bleibt dran. Euren Erlebnishintergrund habe ich ausführlich im Jahreshoroskop Teil 1 gedeutet und auch, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Da könnt ihr gegebenenfalls nochmal nachschauen und das könnt ihr natürlich auch im Buch nachschlagen. Jetzt im März hat sich daran nicht viel geändert, nur der Uranus ist etwas weiter gewandert und der inspiriert jetzt die Geburtstagskinder vom 14. bis 18. Februar, sich auf Neues einzulassen. Und die Geburtstagskinder vom 2. bis 5. Februar haben jetzt den aufsteigenden Mondknoten direkt gegenüber der Sonne stehen und damit besondere Chancen, einen Seelenpartner zu treffen. Jetzt wollen wir uns eure aktuellen Konstellationen anschauen. Noch immer stehen fünf Planeten in den Fischen, in eurem Haus der Finanzen und das Ganze in Harmonie zu Glücksplanet Jupiter und der steht ja in eurem Karrierehaus. Das ist günstig für Gehaltsverhandlungen und die Planeten zeigen auch, dass ihr vielleicht ein lukratives neues Projekt an Land zieht. Bis zum 6. März solltet ihr den Fokus auf eure Karriere und eure Finanzen legen. Das ist eine sehr gute Phase. Der Mars steht noch bis zum 17. März günstig für euch, und zwar für die dritte Dekade. Da könnt ihr mit Unterstützung und Inspiration seitens eurer Freunde oder Businesskontakte rechnen. Wer beruflich viel im Internet ist und aktiv im Netzwerk unterwegs ist, kann jetzt seine Kontakte begeistern. Und wenn ihr einen Internetflirt angefangen habt, dann habt ihr jetzt den Schwung, die Sache voranzutreiben und euch zu treffen und denjenigen zu begeistern. Wichtig ist dabei, dass ihr neue Vorhaben auf ihre Realitätstauglichkeit prüft. Falls es da Probleme gibt und ihr vielleicht ein Luftschloss gebaut habt, wird sich das zum Vollmond am 2. März offenbaren und danach könnt ihr das noch korrigieren. Am 6. März geht der Merkur ins Zeichen Widder und einen Tag später auch die Venus. Beide Planeten bilden dann für den Rest des Monats günstige Aspekte zu eurer Sonne. Das solltet ihr bis zum 10. März nutzen, um euch ins rechte Licht zu rücken oder einen Marketingplan zu entwerfen. Das ist super für eure Kommunikation und Selbstdarstellung. Deshalb fallen in diese Zeit auch zwei Top-Tage für euch, nämlich der 8. März und der 9., sowohl fürs Geschäftliche als auch für die Liebe, denn ihr versteht es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und die richtigen Dinge zu sagen oder zu flüstern. Danach wird es ein bisschen hakelig, denn dann haben wir Konfliktkonstellationen am Himmel. Und im besten Fall könnt ihr als Schlichter und Mediatoren auftreten und anderen dabei helfen, sich zu sortieren und ihre Konflikte beizulegen. Wenn es nicht so gut läuft für euch, dann zeigen die Sterne Blockaden, die irgendwo aus dem Hintergrund kommen und die ihr nicht gleich dingfest machen könnt. Das sind dann hier die Planeten bei euch im 12. Haus. Am 17. März ist Neumond und der fällt bei euch auch wieder ins Haus der Finanzen und des Selbstwertgefühls. Weil er in Verbindung mit Heilerplanet Chiron steht, könnt ihr die Neumond-Meditation nutzen, um über euer Selbstwertgefühl nachzudenken. Was braucht ihr, um euch innerlich und äußerlich reich zu fühlen? Woran liegt es, falls ihr immer wieder Schwierigkeiten mit dem Geldfluss habt? Und ihr könnt um Heilung eventueller Finanzprobleme bitten. Ebenfalls am 17. März, später am Abend, wechselt der Mars ins Zeichen Steinbock und geht dann auch bei euch ins 12. Haus. In der Alltagsdeutung kann das Konflikte mit Leuten anzeigen, die nicht aus der Deckung kommen und nicht sagen wollen, was los ist.
Am 20. März um 17.15 Uhr ist Frühlingsanfang. Dann geht die Sonne ins Zeichen Widder und sie bildet dann für 4 Wochen einen positiven Aspekt zur Wassermannsonne und eure Lust am Flirten und am lockeren Austausch mit anderen steigt. Es kann aber noch ein bisschen dauern, bis ihr das so richtig genießen könnt, denn zunächst bildet die Sonne Konfliktaspekte hier mit Mars und Saturn. Und dann wird auch noch der Merkur rückläufig, und zwar am 23. März und bis zum 15. April. Und das bei euch im Haus der Kommunikation. Da kann es also wirklich zu Missverständnissen kommen. Legt euch bloß während dieser Zeit kein neues Handy oder Computer zu. Da sind die Schwierigkeiten vorprogrammiert. Als Tendenz würde ich diese Aspekte so deuten, dass ab dem 11. März und dann bis zum Monatsende viele Menschen gereizt und schwierig und super empfindlich sind. Und schnell seid ihr als spontane Wassermänner und Wasserfrauen ins Fettnäpfchen getreten. Dabei kann es euch passieren, dass man zu euch sowas sagt wie: Du weißt doch ganz genau, was du getan hast. Aber ihr wisst es eben nicht und man will es euch auch nicht sagen. Nun steht ja der Jupiter hier im 10. Haus in Spannung zu eurer Sonne. Und das verrät mir, dass ihr vielleicht manchmal zu rechthaberisch auftretet und zu sehr von euch selbst überzeugt seid. Besonders die dritte Dekade. Und das kann bei eurem Gegenüber Widerstand erzeugen. Könnt ihr ja mal gegebenenfalls überprüfen, ob andere vielleicht deswegen ein Problem mit euch haben. Aber ansonsten gilt, dass ihr euch auf solche kryptischen Hinweise gar nicht einlassen solltet. Spätestens Mitte April beruhigt sich die Lage wieder und es wird sich herausstellen, dass andere die Situation wirklich falsch eingeschätzt haben. Am 28. März ist sogar nochmal ein Top-Tag für euch, besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Da sieht es nach einer echt schönen Liebesüberraschung aus oder, wenn ihr Single seid, könnt ihr einen aufregenden neuen Flirt anfangen. Der zweite Vollmond des Monats fällt auf den Ostersamstag am 31. März und der birgt nochmal einigen Konfliktstoff, steht aber positiv zur Wassermannsonne. Es ist also gut möglich, dass dann liebesverwirrte Freunde eure Unterstützung suchen. Da solltet ihr nicht viel reden und analysieren, das bringt mit dem rückläufigen Merkur nicht viel. Am besten ihr bleibt entspannt, seid einfach nur da und hört zu und sorgt für liebevolle Ablenkung. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch nochmal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.